Hallo, einen schönen guten Mittag, sage ich mal, vorsichtshalber, hier in Delphi. Ihr seid alle hoffentlich richtig bei BITS for SDG. Das ist der Vortrag, der hier stattfindet im Bereich die ganz großen Fragen. Ich möchte euch vorstellen von Cloud und Rüben, die Doris Kunstdorf und Gisela Batti, die euch jetzt in der nächsten halben Stunde in das Thema einführen, und vielleicht haben wir am Ende auch noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ja, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite aus, von unserer Seite aus. Herzliche Begrüßung, und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Herzlichen Dank auch von uns an alle Organisatoren. Wir widmen uns schwerpunktmäßig dem Thema BITS for SDG, Sustainable Development Goals, und zwar einmal die Goals und Auswirkungen NGOs, so das schon mal als ganz kurzen Überblick. Zu uns, vielleicht wundern sich die einen oder anderen über den Namen Cloud und Rüben. Gisela und ich bringen Erfahrungen aus ungefähr 50 Berufsjahren mit aus unterschiedlichsten Bereichen: Systementwicklung, Programmierung, Sozialarbeit, Entwicklungszusammenarbeit, entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Fundraising-Ausbildung, Fundraising-Management und vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren schwerpunktmäßig Fundraising-Software, Datenbanken, Prozessanalysen und Ähnlichem. Das heißt, wir bringen tatsächlich die Sichtweisen aus verschiedenen Welten mit, und unser Anliegen ist es eben, mit der Gründung von Cloud und Rüben aktiver die ganzen Welten IT, NGOs, gerade in den Bereichen Umwelt und eine Welt mehr zusammenzubringen. Das hat eine Historie, auf die ich dann gleich auch noch kurz zu sprechen komme. Unser Hauptanliegen ist tatsächlich die Unterstützung bei Umsetzung, Erreichung der sogenannten Sustainable Development Goals. Und zwar wir gehen natürlich aus Zeitgründen nicht auf die Ziele ein. Wir haben uns sozusagen ein Ziel besonders vorgenommen, das so für uns die Richtschnur ist. Das ist Ziel 17, eben die Partnerschaften stärken, und wir haben nicht den Anspruch, die globalen Partnerschaften zu initiieren. Wir haben gesagt, wir wollen den Fokus legen auf die Partnerschaften zwischen den verschiedenen Welten. Eben damit meinen wir jetzt vor allen Dingen IT, IT-Wirtschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und die gemeinnützigen Organisationen. Und damit haben wir eben auch begonnen, einen Wissenstransfer zu starten zwischen IT und den eine Welt- und Umweltgruppen. Der Startschuss war in diesem Jahr im September mit der Studientagung Digitale Agenda 2030, die wir gemeinsam mit dem Franzitzerhaus, der Akademie Franzitzerhaus in Münster veranstaltet haben. Da hatten wir dann eben Vertreterinnen aus diesen verschiedenen Bereichen gewinnen können und haben tatsächlich dann auch schon einen sehr lebendigen Austausch gehabt und viele Impulse bekommen von NGOs aus dem Bereich der Wissenschaft zu diesen verschiedenen Themen und zu dem riesen Facettenbild, was Digitalisierung eben betrifft. Ja, und für alle, die Interesse haben, wir starten jetzt im Grunde genommen mit der Vorbereitung der nächsten Studientagung, also gerne, ne, 5. und 6. September nächsten Jahres, der Termin steht fest. Wer Interesse hat, kontaktiert uns und wir nehmen euch dann gerne in den Verteiler auf. So, und auf dieser Studientagung haben wir konkret direkt von NGOs auch schon Beispiele bekommen, wie eben die Digitalisierung Einfluss hat auf die Projektarbeit in den sogenannten Entwicklungsländern. Dazu wird Gisela jetzt ein paar Beispiele vorstellen, die in einen größeren Kontext stellen, und anschließend gehen wir dann gemeinsam nochmal auf das Kapitel ein, ganz kurz, was heißt das alles für die NGOs? Halb Meter kleiner machen hier. Hallo, jawohl. Ja, auch von mir herzlich willkommen, mal hier so ein bisschen aus der Ecke raus. Wir haben eine halbe Stunde, wir hatten mal mit einem deutlich längeren Zeitraum geplant, deswegen können wir das jetzt wirklich nur kurz anreißen. Auf unserer Studientagung haben wir schon
zwei Tage zu den Themen SDGs und Digitalisierung gearbeitet. Und das ist jetzt wirklich nur so ein kleiner Überblick, denn wir haben eben durch unsere Arbeit in den Organisationen, wo wir immer wieder auf dieser Schnittstelle tanzen zwischen der Projektarbeit, der Verwaltung, der Kommunikation und dem Fundraising, dadurch, dass wir eben ja bei der Auswahl von Datenbanken behilflich sind, immer wieder festgestellt, wow, die sprechen unterschiedliche Sprachen, obwohl sie in einer Organisation sitzen. Sie vertrauen sich auch nicht. Und das ist oft ein viel größeres Problem als die Auswahl einer Datenbank. Also das Technische ist oft nicht das Problem, sondern, die Herausforderung. Und es geht ganz viel oft wirklich eher um das Menschliche. Die Digitalisierung zieht sich unserer Auffassung nach durch die kompletten SDGs durch. Es gibt aber keine Querschnittsthemen richtig. Wir sehen aber eben in neuen technischen Möglichkeiten ganz klar ein Querschnittsthema, das eigentlich jedem SDG dient. Zu jedem könnte ich jetzt stundenlang erzählen, was es da für Möglichkeiten gibt, aber auch was für Herausforderungen da kämen. Wir machen jetzt einen kleinen Schnitt und gucken uns jetzt einfach ein bisschen was an. Ich muss mal Wasser klauen. Ja, die Beispiele, auf die wir uns jetzt ganz kurz fokussieren, kommen aus dem Bereich Blockchain-Technologie, 3D-Druck. Wir gucken ganz kurz noch auf den Bereich Zahlungsverkehr. Da wäre aber noch viel, viel mehr. Heute nicht, wann anders. Für mich, zumindest meiner Kenntnis nach, die größte Studie zum Erfassen von, in dem Fall jetzt Blockchain-Projekten weltweit, heißt Blockchain for Social Impact. Die haben alleine 193 Organisationen befragt, was für Blockchain-Projekte sie jetzt gerade auf den Weg bringen oder wo die gerade in Planung in der Pipeline liegen. Ganz spannend finde ich an der Stelle tatsächlich, dass man überhaupt 193 gefunden hat. Und weil tatsächlich suchen wir auch sehr und in Deutschland sind uns nicht arg so viele bekannt. Also eine Handvoll kriegen wir schon noch zusammen und vielleicht auch ein paar mehr, die unter dem Radar unterwegs sind. Aber 193 finde ich schon, ja, interessant. Rechts kann man noch die, nee, links ist das, ne? Kann man noch die Bereiche sehen, in denen die Projekte sich befinden. Am interessantesten finde ich aber die Zahl, dass 20% der Befragten sagen, die Möglichkeiten, die uns jetzt die Blockchain-Technologie bietet, das hatten wir vorher nicht. Also wir können jetzt neue Probleme, neue Dinge angehen. Und immerhin 60% sagen, mit dieser Technologie erwarten und erhoffen wir eine Verbesserung bestehender Abläufe, bestehende Arbeiten. Und insofern ist das so ein bisschen der Ausblick, jo, da passiert was und man kann auch hoffnungsvoll in diese Entwicklung schauen. Ein konkretes Beispiel, was wir bei uns, wo ich nicht auch einen ganzen Vortrag zu halten darf, was ich jetzt ganz kurz machen möchte, ist von einem Konglomerat von zwei mittelständischen Unternehmen, einem Unternehmen aus Deutschland, einem Unternehmen aus Südafrika, zwei Vereinen und einem kleinen Startup-Unternehmen, die sich wirklich in ihren Fähigkeiten sehr, sehr gut ergänzen. Also jeder von denen bringt wirklich seine Sicht rein, seine Fähigkeit und gemeinsam haben jetzt gerade einen Piloten gestartet in Simbabwe. Simbabwe ist ein Land, das keine Währung hat seit vielen Jahren. Das heißt, es bedeutet, Entwicklungszusammenarbeit und die Nutzung von staatlichen Fördermitteln, von Spenden etc. ist sauschwierig, weil man ja keine Belege hat, man kann einfach kein Geld, mit dem man sich bewegt. Und das soll jetzt ein Ansatz sein, wie kann man eigentlich dort etwas auf den Weg bringen und dort eben den Menschen einfach eine Unterstützung zukommen lassen, obwohl es keine Währung gibt. In diesem Fall eben über dieses Mittel der Blockchain-Technologie und die Nutzung digitaler Währungen. Und ja, ganz abgerundetes, kleines Projekt, in dem Fall jetzt Strom. Also die mittelständischen Unternehmen sind, wie nennt sich das denn? Aus dem Bereich der regenerativen Energien Installateure. So, ne? Die einen stellen die Platten her, die anderen bauen sie auf und die anderen bilden Menschen aus, die sie reparieren. Also es ist wirklich ein ganz interessantes Ding. Diese Solaranlagen oder dieses Konzept dahinter ist eben in die Blockchain gespielt, komplett transparent zu sehen. Man kann also sehen, wie viel Strom ist produziert worden, was hat in dem Fall jetzt dieses Pilotprojekt in einem Krankenhaus, was hat das Krankenhaus an Strom verbraucht, wie viel haben sie eingezahlt, weil sie auch ihren eigenen Strom wirklich bezahlen, das ist nicht nur ein Spendenprojekt. Was könnte ich zum Beispiel als Spende reingeben? Ich kann das also wirklich aktiv beobachten, was da in diesem Projekt passiert. Ist in dem Fall besonders relevant, weil dieser Verein
kein Renommee hat. Also wenn man jetzt hier sagt, das ist ein Projekt von, nehmen wir irgendeinen großen Player, Miserior, Brot für die Welt etc., dann könnte man sagen, okay, den kann man vielleicht in gewisser Weise vertrauen. Das ist ein ganz kleiner, neuer Verein, die also dieses Gut des Vertrauens noch gar nicht genießen. Außerdem sind wir in einem Land, das ganz weit weg ist. Man kann also nicht einfach mal vorbeischauen und gucken, gibt diese Solaranlage wirklich? Und wie gesagt, das Thema, es gibt ja gar keine Währung im Augenblick dort. Also das ist ein ganz interessantes Aufgreifen. Und dieses Modell, was da gerade entstanden ist, ist adaptierbar. Das bedeutet, das möchten Sie anderen Organisationen anbieten, diese Möglichkeit einfach, ja, zum Beispiel das Fundraising zu ergänzen oder die Entwicklungsarbeit im Bereich Energien zu ergänzen. Also es ist eben vielfältig einsetzbar, also vielfältig, auf jeden Fall in unterschiedlichen Bereichen einsetzbar. Und das macht es, finde ich, so spannend. Das alleine würde jetzt schon auf verschiedene SDGs einzahlen. Also das geht auf jeden Fall in den Bereich der Gesundheit, dann in den Bereich der regenerativen Energien. Und so könnten wir fortfahren, dass einfach ganz viele Projekte wirklich auf verschiedenste SDGs einzahlen. Es gibt ganz, ganz spannende Pilotprojekte, die anderen Themen in der Entwicklungszusammenarbeit dienen. Im Bereich zum Beispiel Child Trafficking, direkte Demokratie, selbstverwaltete Identität. Dann haben wir viele junge Demokratien in dieser Welt, die einfach auch kein Vertrauen von ihren Bürgern im Augenblick haben. Insofern einfach manche politischen Geschichten einfach versuchen, in die Blockchain zu packen, damit man sehen kann, oho, die machen ja tatsächlich etwas öffentlich und lassen sich in die Karten gucken. Also jetzt als Beispiel zum Beispiel in Georgien, das Grundbuch, das ist jetzt keine öffentliche große Blockchain, das ist also jetzt ein Kritikpunkt, aber dass man dort eben sehen kann, wer hat welche Landtitel. Vorher war das Grundbuch ein abgeschlossenes Ding, wo man quasi in sein Katasteramt geht und dann nur in den Moment reinschaut, wo man etwas einträgt oder eintragen lässt. Und das Vertrauen ist, der Staat regelt das schon. Wenn man dem Staat aber nicht mehr vertraut, im Beispiel Georgien, dann kann man eben zum Beispiel überlegen, ob das eine Möglichkeit wäre, Vertrauen wieder herzustellen oder eben nicht herzustellen, sondern einfach eine Alternative dafür zu finden. Dann kann man natürlich in vielen Bereichen, wo man wissen will, wo ist dieses Produkt eigentlich unterwegs gewesen, bis es zu mir gekommen ist, da Handelsketten nachvollziehen und sich anschauen, okay, das Thema Blutdiamanten spielt in unserem Bereich oft ein Thema oder auch im ganzen Fairhandelsbereich. Ist dieses Stück tatsächlich, weiß ich nicht wo, hergestellt worden? Das wären eben auch verschiedene Möglichkeiten, um in den klassischen Themen der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, aber auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, die Blockchain in dem Fall jetzt zu nutzen. Wir haben uns aber natürlich nicht nur mit den positiven Möglichkeiten auseinandergesetzt, sondern wir finden, und das ist eben auch unser Anspruch, immer beide Seiten zu betrachten. Denn wir machen das Ganze nicht, weil das alles so geil ist, weil Technik super ist, sondern weil wir damit dem Menschen dienen wollen. Wir wollen diesem Ziel Armutsreduktion tatsächlich einen Beitrag geben an dieser Stelle. Und deswegen müssen wir einfach beide Seiten betrachten. Und das ist uns eben auch wichtig, es kam heute Morgen schon in der Anmoderation, in einem Beitrag, in unserer Welt, sagen wir mal in der gemeinnützigen, im Umwelt- und Entwicklungsbereich, gibt es einfach sehr, sehr wenig Menschen mit dem entsprechenden Fachwissen. Und wir würden uns wirklich eine Sprechfähigkeit wünschen, dass man also manche Themen erstmal erfasst, um darüber reden und denken und nachdenken zu können. Wenn man sie dann immer noch ablehnt, ist es ja völlig legitim. Aber eben einmal drüber nachdenken und feststellen, okay, das könnte ja vielleicht doch etwas für uns sein. Das ist so unser Wunsch. Und wir haben jetzt noch so ein paar Risiken aufgeschrieben. Jeder, der sich, denke, mit der Blockchain befasst, weiß, dass es da natürlich ein großes Problem mit der Umweltverträglichkeit gibt. Der Energieverbrauch ist aktuell einfach enorm und nicht hochskalierbar. Dann ist die Technik einfach nicht umfassend verstanden. Also selbst, das hat mich ja sehr gefreut, dass mir zwei Leiter von Blockchain-Centern an Hochschulen gesagt haben, sie haben es auch nicht so richtig verstanden. Das freut mich sehr. Ich bin Sozialarbeiterin. Ich habe es nämlich auch nicht verstanden, aber ich bin auf dem Stand eines sehr informierten Laien und denke immer, okay, aber ich weiß auch nicht, wie ein Flugzeug funktioniert und steige trotzdem ein. Ich weiß, da ist was so mit Luftdrücken und sowas, aber das ist eben unser Wunsch, dass diese Informationen einfach in die Welten kommen. So, ich muss mich eilen, ich weiß. So. Also ich mache es einfach auch schnell. Also ich sehe einfach viele Möglichkeiten für gemeinnützige Organisationen, die immer im Bereich Kostendruck
sich bewegen, dass man einfach Verwaltungsaufgaben automatisieren kann. Man kann Aufgaben deutlich schneller machen. Man kann seine Finanzströme darstellen, dadurch Vertrauen gewinnen oder auch neues Klientel hinzugewinnen. Und dadurch wird Geld frei, die man, oder das man an anderen Stellen verwenden kann. So der positive Wunsch. Ja, wir befinden uns gar nicht in so schlechter Gesellschaft. Die GEZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, hat zum Beispiel auch ein Blockchain-Lab, die also jetzt auch gar nicht mit eigenen Programmierern arbeiten, sondern die einfach versuchen, Leitplanken politischer Art zu setzen und zu gucken, okay, wenn man sich da mit VWLern und Juristen drüber unterhält, was können wir eigentlich machen, was dürfen wir eigentlich machen? Dann UNDP, die haben auch tolle Projekte auf den Weg gebracht und da, auch das fand ich sehr motivierend, die sagen, wir haben gar nicht groß darüber nachgedacht, wir machen erstmal. Und beim Machen stellen wir dann fest, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und wenn ich jetzt uns selber anschaue, wir denken oft so lange über etwas nach, bis wir überhaupt erst aus dem Quark kommen, fand ich interessant, unterschiedliche Denkweisen da auch reinzubringen. Ja, die EWF-Chefin hat sich jetzt gerade letztens noch dafür ausgesprochen, dass man eventuell einfach digitale Währungen viel stärker dafür nutzen könnte, um einfach den Menschen, die einfach abseits der Finanzströme leben, vielleicht einfach nochmal unter die Arme zu greifen. Denn die Banken haben es nicht gemacht. Also das war tatsächlich, es hat mich gewundert, aber es gab lange ein Vertrauen in die Banken. Die würden das schon machen und so, aber ist halt nicht passiert, nicht ganz verwunderlich. Dann haben wir sehr schöne Pilotprojekte im Bereich 3D-Druck, also dass Prothesen oder Orthesen vor Ort in einem, in dem Fall einem afrikanischen Land, gedruckt werden. Das heißt, das ist ja ein hochindividuelles Ding, eine Prothese, weil man es ja an diesen Menschen, an den Träger angepasst wird. Und der Scan kann vor Ort funktionieren und der Druck eben auch. Im Augenblick sind das noch ganz hochspezielle Drucker und das Projekt sieht eben vor, dass es in spätestens 2-3 Jahren auch, ich sag jetzt mal, der Mediamarktdrucker sein kann. Das ist eine deutliche Kostenreduktion. Das Pilotprojekt zeigt jetzt schon, dass die Qualität der Produkte, also der Orthese und der Prothesen, wirklich okay ist. Also das ist unerwartet. Man hat gedacht, das sei vielleicht so grenzwertig, aber sie sind deutlich besser, als man erwartet hat. Gerade im Bereich für Kinder, die brauchen zweimal pro Jahr eine neue Prothese, ist natürlich diese Kostengeschichte ganz, ganz wichtig. Und in Bereichen, wo wir von Bürgerkriegsopfern sprechen, Minenopfern, da ist das einfach ein unglaublicher Gewinn an Lebensqualität, den man eben dadurch ermöglichen kann. So, aber auch da, die Blockchain-Technologie, die 3D-Technologie hat auch Dinge, wo wir drüber reden müssen. Also jetzt das Thema Trump und seine Waffen ist so eins, aber wenn wir uns vorstellen, unsere Klamotten werden demnächst alle aus dem 3D-Drucker kommen irgendwann, da können wir vorher sagen, was das für eine Größe ist, wir lassen uns einmal kurz vermessen und das ist dann auch wirklich maßgeschneidert, dann fallen ganz, also jetzt wirklich extrem verkürzt, ne? Dann fallen ganz viele Arbeitsfelder im Bereich der Bekleidungsindustrie weg. Also ich habe vorher im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und in Bangladesch gearbeitet. Daher weiß ich, was das für ein extrem wichtiger Arbeitsbereich für die Frauen in Bangladesch ist. Das trägt zum Einkommen der Familien bei, das ist ein ganz wichtiger Faktor im Bereich der Frauenrechtsbewegung in Bangladesch. Wenn man dort sagt, okay, die Klamotten werden gar nicht mehr dort genäht und hier auf den Müll geworfen, sondern die werden vielleicht auch gar nicht mehr transportiert, sondern die werden dann vielleicht irgendwann hier gedruckt, dann ändert sich ganz, ganz, ganz viel. Und was sich ändert, das wissen wir alles noch gar nicht. Deswegen, da müssen wir mal drüber reden und uns informieren und das auch in unsere Kalkulationen mit berücksichtigen. Der Bereich der Remittances ist ein ganz relevanter. Also wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen auf dieser Erde davon leben, dass ihre Verwandten irgendwo in einem anderen Land Geld verdienen und dieses Geld zurückschicken an die Eltern, an die Ehepartnerin, an wen auch immer, dann ist das ein ganz, ganz großer Wirtschaftsfaktor weltweit. Aber diese Menschen unterliegen extrem hohen Gebühren. Also wenn man sich so anguckt, was Western Union oder so, alleine von Menschen, die wirklich geringe Beträge nur überweisen, an Gebühren einkassiert, ist das wirklich unredlich. Also das geht nicht. Das muss man anders machen, wenn man möchte, dass diese Menschen einfach einen Zugang zu Finanzdienstleistungen, zu einem finanzierten Leben haben, weil das einfach unfair ist. Nicht jeder von uns hat so einfachen Zugang zum Konto und kann Geld hin und her schieben, wie wir das einfach tun.
in der Regel, wie wir das tun. Also das ist eine sehr schöne Studie von Südwind, gerade veröffentlicht. Geld in Bewegung heißt die. Das heißt, auch im Bereich Zahlungsverkehr passiert gerade ganz, ganz viel. Und da gibt es ganz viele Unternehmen, groß und klein, die sich da bewegen. Und wir suchen quasi gerade die, wo wir das Gefühl haben, ja, das zahlt auf die Erreichung der SDGs ein. Also wenn Sie gerade hier sind, melden Sie sich, ne? Generell ist es so, das war jetzt ein ganz kleines Schlaglicht auf, wo wirkt die Digitalisierung, also immer so als, ne, die Digitalisierung, das ist, finde ich, ist auch irgendwie ein blödes Wort und ein blöder Begriff, sind wir uns, glaube ich, wahrscheinlich viele einig. Die wirkt auf die Projektarbeit. Das ist das, was ich jetzt eben ganz schnell durchgerauscht bin. Aber sie wirkt eben auch auf alle anderen Bereiche der Organisation. Sie greift in die Verwaltung ganz tief ein. Also wenn wir uns überlegen, wie Buchungen anders laufen können, wieder, ne, so wie man das eben zum Beispiel, jetzt kommt wieder mein Lieblingsbeispiel, die Blockchain, wie man eventuell einfach Sachen auch anders verarbeiten kann, wie man Sachen viel schneller hinbekommen kann, automatisiert, verändert viel. In dem ganzen Bereich der Kommunikation, nach innen, aber auch nach außen, da gibt es einfach ganz, ganz viele neue Möglichkeiten. Wir sind viel häufiger in dezentralen Teams unterwegs und haben jetzt aber auch die Tools, wirklich miteinander in Kontakt zu bleiben und miteinander gemeinsam zu arbeiten. Ich meine, wenn wir uns vorstellen, was man jetzt durch so ein, jetzt ohne groß jetzt Werbung zu machen, aber durch so ein Google Doc, an dem wir alle gleichzeitig arbeiten, möglich ist, und wenn ich mir vorstelle, wie wir vor ein paar Jahren immer noch das gleiche Dokument 10-mal per E-Mail hin und her geschickt haben, wenn wir mit 10 Leuten dran gearbeitet haben und keiner wusste, welcher Stand ist eigentlich der aktuelle. Also so ganz kleine Dinge, aber auch bis zu ganz großen Dingen ermöglichen eben neue technische Tools. Und im Bereich Fundraising, da wird sich auch vieles ändern, da kann sich vieles ändern, und das ist so für uns so die Basis der Projektarbeit, darf aber nicht vergessen werden. Das heißt, es greift wirklich tiefgreifend in die komplette Organisation ein oder könnte es, und das sind eben die Bereiche, wo wir darüber reden möchten und sagen, da gäbe es Möglichkeiten, wer gesprächsbereit ist, darf gerne mit uns in Kontakt treten. Ja, genau. Und bei diesem Bereich eben wird deutlich, oder an dieser Folie wird deutlich, im Grunde genommen wird die Digitalisierung im Grunde genommen sämtliche Bereiche der NGO-Arbeit eingreifen, tiefgreifend eingreifen. So, und das heißt, wir stehen aus Sicht jetzt von Organisationen vor zahlreichen Herausforderungen. Einerseits eben die wahnsinnige Geschwindigkeit, mit der sich Technologien entwickelt. Dann halt tatsächlich, dass es viele sogenannte disruptive Technologien sein werden, die tatsächlich also Geschäftsmodelle und ähnliche komplett über den Haufen schmeißen. Und das meine ich jetzt erst einmal wertfrei. Ja, aber es werden viele, viele Änderungen eben über Organisationen hereinbrechen, die dem, das weiß ich, wissen wir jetzt eben aus der beruflichen Erfahrung, einfach zum Teil auch mit Angst und Schrecken gegenüberstehen. Und es ist dann eben so, dass man einfach auch Geld in die Hand nehmen muss. Also Investitionen kosten, ist so. Und ich erlebe das halt immer wieder, oder wir erleben das immer wieder, wenn es im Bereich der Unternehmen sind, der Wirtschaft, dann werden diese Unternehmen dafür gelobt, dass sie investieren, tun das die NGOs, dann droht im Grunde genommen sofort die große Keule, weil die Verwaltungskosten steigen. Geht der Vorstand damit? Was sagt die Öffentlichkeit dazu, wenn dann so viel Prozent von Spendengeldern womöglich nur in blöde IT investiert wird? Oder noch schlimmer, in so Menschen wie mich, die dann als Berater dann auch noch auftreten und sagen, ja, gucken wir mal, dass ihr die richtige Software auswählt. So, das ist so diese eine Seite. Und das andere ist, man muss es ein bisschen überspitzt natürlich jetzt sehen, was hier steht, aber das erleben wir im Arbeitsalltag immer wieder, keine Zeit, kein Know-how und kein Geld. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Organisationen aus dem Bereich Umwelt und Entwicklung ist, die hier sitzen, aber wir haben es eigentlich noch nie erlebt, dass eine dieser oder alle drei Faktoren hier erfüllt wären. Alle arbeiten ständig am Limit, müssen mit dem Geld extrem haushalten, und in ganz, ganz vielen Organisationen ist schlichtweg kein Mensch da, der überhaupt über den Tellerrand hinausblickt und mehr zu den Themen sagen kann, als so nach dem Motto, gut, wir brauchen jetzt dieses und jenes Tool.
Das sind, sage ich mal, nochmal Begründungen, die eine Etage tiefer liegen. Zum Teil haben wir es jetzt schon genannt. Es kommen noch ein paar Faktoren hinzu. Viele leiden darunter, dass gerade ehrenamtliche Vorstände oder Leitungsgremien überaltert sind. Das heißt, da haben wir manchmal dann auch noch den Konflikt, dass diese Themen auch die Menschen dann gar nicht erreichen, dass sie keine neuen Vorstände finden und, und. Und aus Zeitgründen erläutere ich das Weitere nicht, das konnte man ja jetzt auch ein bisschen lesen vielleicht. Was wir dann im Arbeitsalltag und in der Beratungspraxis auch erlebt haben, immer wieder diese Angst, ganz tiefe Angst einfach, was macht das mit meinem Arbeitsplatz, was passiert mit den Daten oder muss ich jetzt Arbeitsbereiche neu definieren, verliere ich plötzlich die Kontrolle über irgendwelche Buchungsdaten, weil dann andere da auch noch drauf gucken können, also oder müssen wir was von unseren eigenen Visionen noch reduzieren, weil wir das gar nicht mehr so umsetzen können. Und dann immer wieder dieses, die Menschen aus IT-Welt oder eben die Datenbankanbieter und so, sie sprechen nicht die gleiche Sprache. Es geht oft aneinander vorbei, es entstehen Missverständnisse, die zum Teil dann eben auch richtig teuer sind in den Konsequenzen. Ja, und dann kommen wir jetzt sozusagen auch schon zu den zwei Schlussfolien oder dreien. Wir wollen, das wir können es nicht im Kanon sagen, also wir haben einen Appell, den wir in die Welt rufen und ihr seid jetzt nicht die Ersten, die Zweiten, die Dritten, irgendwie so, die ihn hören. Wir möchten, dass wir eine Allianz bilden, nämlich uns zusammenzutun. Wir haben in den letzten anderthalb, zwei Jahren, als wir unterwegs waren, so viele spannende Gespräche geführt mit Menschen, wo wir sagten, ach guck mal, so sieht er gar nicht aus, hätte ich nicht gedacht. Und zwar auch wirklich, deswegen haben wir uns sehr über diese Konferenz hier gefreut, eben wir waren sehr bewusst aktiv außerhalb unserer Szene und haben da so viele Menschen getroffen, wo wir dachten, ey, die teilen unsere Ziele, die teilen unsere Idee, die teilen auch unsere Ängste und es ist total schwierig, immer so fragmentiert zu sein. Für ein gemeinsames Gespräch, für eine gemeinsame Stimme und ein gemeinsames Vorankommen ist unserer Auffassung nach unabdingbar, dass wir uns auch wirklich mal zusammensetzen. Also mal so in richtig, so mit sich angucken und so, aber eben auch wirklich als Netzwerk sich etablieren und bleiben, um einfach auch sich einfach weiter auszutauschen. Also diese Studientagung hat uns echt gezeigt, es war so schnell ein so hohes Vertrauen da, weil wir oft erlebt haben, mit Pilotprojekten geht man nicht so gern hausieren, weil man Angst hat, sich zum Brot zu machen. Aber wenn man wirklich sagt, okay, wir sind alle auf dem Weg, dann kann das wirklich passieren, dass man sich wirklich auch befruchtet und gemeinsam weiterkommt, als man alleine gekommen wäre. Und das möchten wir wirklich. Und da ist auch ein großer Aufruf, wer genau Bock hat, der komme bitte zu uns. Das ist erstmal der Appell. Aber wir haben auch tatsächlich, das war ja auch die Bitte von den Organisatoren, sowas wie Forderungen zu formulieren. Die sind jetzt eben genau in diese zwei Stoßrichtungen. Einmal grundsätzlich, was Digitalisierung angeht, dass es sowas wie auch Leitplanken braucht. Also im Grunde genommen brauche ich das nicht zu wiederholen, weil das die Vorredner deutlich genug gesagt haben. Wir haben aber auch noch die ganz konkrete Forderung, dass Organisationen, die sich auf den Weg machen, mehr Unterstützung bekommen. Die Förderprogramme, es gibt viele inzwischen, viele, viele Förderprogramme für die Wirtschaft, wo richtig satt Geld reinfließt. Und diese meisten davon sind ausschließlich der Wirtschaft, gewerblichen Unternehmen vorbehalten und gemeinnützige explizit ausgeschlossen. Und jetzt mal abgesehen von dem gesellschaftspolitischen Auftrag, den NGOs haben, sind NGOs auch oft Arbeitgeber. Ja, und dieser Teil wird im Grunde genommen, also diese Rolle, es sind fast 10% Arbeitsplätze im gemeinnützigen Sektor, der fällt regelmäßig hinten über. Und wir haben gedacht, das ist diese Konferenz genau die Plattform, um diese Forderung in die Welt hinaus zu posaunen. Ja, und damit sind wir am Ende. Ich finde, wir sind super in der Zeit geblieben. Herzlichen Dank und es bleibt vielleicht Zeit für eine Frage. Ja, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr so ganz. Also das müsste eine sehr kurze Frage sein und eine sehr, sehr kurze Antwort. Ich würde alle, die Fragen an das Team von Cloud und Rüben haben, bitten, sich die Gesichter sehr gut zu merken. Ein ganz großes Dankeschön, einen großen Applaus an die beiden.